Die Gemeinde Irtning-Donnersbachtal erstreckt sich über eine Größe von rund 200 Quadratkilometern. Ortsteile mit verschiedenster Struktur und Charakteristik stellen stetige Anforderungen an die Infrastruktur einer Gemeinde dar. Es ist ja sehr vieles, das man im täglichen Ablauf nicht erkennen kann, weil es unter der Erde liegt, ob das eben das Wasser, Abwasser, die Oberflächenwässer bzw. auch Breitband und diese Dinge, all das haben wir zu behirnen, haben wir möglichst weitsichtig zu bedienen und da kommt sehr viel auf uns zu. Ich darf mich an dieser Stelle bedanken bei unseren Mitarbeitern des Außendienstes, des Bauhofes. Da haben wir sehr, sehr gute Leute, die selbstständig und weitsichtig agieren und gemeinsam mit unserem Amtsleiter und dem Team des Innendienstes, das funktioniert gut, die arbeiten zusammen. Für eine sichere Lebensqualität der Gemeindebürger ist stetiges Handeln nötig. Ja, wir befinden uns jetzt da am Erlsberg. Da ist eines unserer größten Infrastrukturprojekte momentan am Laufen. Und zwar, es geht um einen Restausbaukanal Donnersbach. Und zwar, das Projekt zieht sich jetzt mittlerweile noch mit einer Gesamtdauer von 4 Jahren durch. Wir haben 2 Jahre Planungsphase gehabt. Wir haben die ganzen wasserrechtlichen Bewilligungen, forstrechtlichen Bewilligungen, ganzen Grundabsprachen mit den Grundeigentümern durchgeführt und sind mittlerweile in der Umsetzung. Am Erlsberg werden insgesamt jetzt 4 Stränge errichtet, aber es ist nicht nur der einzige Teil hier, sondern es wird auch am Ilgenberg und am Ritzenberg im nächsten Jahr noch eine weitere Kanalstränge errichtet. Gesamtlänge für dem Projekt haben wir 9500 Meter Kanalstränge und insgesamt werden 200 zusätzliche Personen über die Ortskanalisation Donnersbach entsorgt. Neben dem flächendeckenden Erschließen der Kanalisation ist der Wegebau stetiges Thema. Am Beispiel Erlsberg stellen Gelände und Geologie permanente Herausforderungen dar. Die Bauarbeiten sind eigentlich sehr umfangreich, allein schon für die geologischen, sprich Gegebenheiten oder Gelände, einfach die Steilheit vom Gelände. Immer wieder mit Felsdurchsetzungen, andererseits wieder viel Wasser. Von dem her ist das eigentlich sehr umfangreich und sehr technisch eigentlich sehr aufwendig. Also Verhangsicherung von Steinschlichtungen über bewährten Erde. Und wir machen auch die gesamte Entwässerung, sprich Längs- und Querentwässerung und Drainagen. Und ist jetzt nur bei dem Abschnitt, der insgesamt ca. 5 Kilometer hat, haben wir da ca. 3.500 Meter Drainagen. Also nur die Dimension, was überall alles zu machen ist. Anforderungen, die von Umwelteinflüssen bzw. Unwetterkatastrophen ausgehen, erfordern oftmals schnelles Handeln. Der aktuelle Murenabgang erforderte gezielte Maßnahmen im Ortsteil Donnersbachwald. Ja, wie gesagt, wir machen da jetzt die Steinschlichtung neu, die wird in Beton versetzt. Es hat am 27. Juli im Bereich Ahornkugel und Finsterkau schwere Unwetter gegeben. Da sind wir über das 100-jährige Hochwasserereignis. Wir haben da ab dabei die Finsterkau-Sperre, die hat Gott sei Dank noch Schlimmeres verhindert. Die ist durch das Unwetter voll geworden, was wir parallel auch Rama werden. Wir haben ca. schon 3000 Kubikmeter Material rausgeholt. Ja, und jetzt sind wir eben dabei wieder mit den Aufräumungsarbeiten und die Steinschlichtung werden jetzt alle in Beton versetzt, wie gesagt, mit Querwerken und das sind jetzt die ersten Arbeiten. Für eine nachhaltige Zukunft sind die gestaltenden Komponenten im Infrastrukturbereich essentiell. Mit der Erschließung des neuen Gewerbegebietes hat die Gemeinde einen wichtigen Schritt in die Zukunft getan. Ja, die Gemeinde hat im Jahr 2014 die Flächen im Ausmaß von ca. 3,2 Hektar angekauft als Reserve- und Entwicklungsgebiet, als Gewerbe- und Industriegebiet. Und ab 2018 im Frühjahr hat die Gemeinde begonnen, diese Flächen sozusagen zu bewerben für den Verkauf an interessierte Gewerbebetriebe und damit auch gleichzeitig mit dem Verkauf bzw. mit Optionsverträgen begonnen, die an die interessierten Gewerbebetriebe zu verkaufen. Der Wege- und Straßenbau einer so vielfältig strukturierten Gemeinde hat viele Facetten. Die Sicherheit der Gemeindebürger im täglichen Verkehr ist ein ebenso bedeutsamer Punkt. Dort oben war eine Engstelle. Da ist der Gemeinde jetzt gelungen, das im Grund erwärmen und für die Fußgänger Verbesserung bringen. Die Infrastruktur bewusst zu gestalten, ist ein Schritt in die Zukunft und für die Lebensqualität jedes Bürgers einer Gemeinde. Mit dem Ausbau der Ahorner Straße wurde ein Schritt in diese Richtung gesetzt. Und zwar bei der Ahorner Straße ist es jetzt so, dass wir den gesamten Unterbau selber gemacht haben. Das heißt also, die Grabungsarbeiten, damit wir uns immer einen einheimischen
Erdbauer dazu, die Lostung mit mir zu. Und dann wird das in der Rest wird eigentlich von uns, von Gemeindebauhof in Eigenregie erledigt. Und die Schwarzdecken vergeben wir noch an einer Firma. Und was wir da jetzt im Bereich der Aunerstraße neu gemacht haben, wir haben da einen neuen Gehsteig errichtet, der vor allem im Bereich Friedhof nachher für Sicherheit sorgt, wo man fußgängig unterwegs ist. Ich hoffe, dass man mit unserem Bericht jetzt da einen gewissen Einblick gekriegt hat, was die Aufgaben der Gemeinde sind, wie umfangreich das sind, welche Arbeit dahinter steckt. Es steckt da viel Geld dahinter. Und ich hoffe, dass man sieht, wir sind im Auftrag der Gemeinde unterwegs und dass die Tätigkeiten, die wir machen, die Projekte, die wir machen, der gesamten Bevölkerung zugutekommen und einen hohen Mehrwert für die Gemeinde darstellt, für die Bevölkerung. Danke.